Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa, Fleisch gibt es gleich und was ich heute mache, erfährst du nach dem Intro. Bleib dran! Weihnachten steht vor der Tür. Dieses Jahr ist Weihnachten etwas anders. Da kann man ja auch einfach mal ein anderes Weihnachtsessen zaubern, habe ich mir so gedacht. Und ich finde, das sollte so ein bisschen Soulfood sein. Ja, es soll uns glücklich machen. Kurz mit Frau Fleisch gesprochen. Frau Fleisch meinte, mach doch eine Bacon Bomb. Im Dutch Ofen. Bam. Ja, habe ich gedacht, geile Idee, hast die richtige Frau ausgesucht. Was brauchen wir? Wir brauchen natürlich einen Dutch Ofen. Der steht schon hier bereit. Und wir brauchen 5000 Zutaten. Einmal Hackfleisch, Rinderhackfleich, um genau zu sein, aus glücklichen Rinden, Käse, Cheddar und Mozzarella, geriebenen, schon vermengt zu einem Brei quasi, Paprika. Ich habe hier rote und gelbe genommen, klein gewürfelt. Das ist eine Bacon Bomb. Natürlich brauchen wir dazu Bacon. Dann brauchen wir aber auch noch Peperonen klein geschnitten, Knoblauch, oh, der riecht so super, ein frischer Knoblauch ist einfach mega geil. Eine Barbecue-Soße eurer Wahl, Salz, Zucker, Pfeffer, Paprika edelsüß, ein bisschen Kreuzkümmel und Röstzwiebeln. So, und was ich jetzt alles mit dem Zeug mache, zeige ich euch jetzt. Fangen wir an mit den Röstzwiebeln, die kommen in die Schüssel und die machen wir jetzt erstmal schön klein. Ja, man kann natürlich auch das Ganze mit einem Mörser machen. Mein Lieblingsspruch, wenn man einen hat. Ja, also meine Einkaufsliste wird immer größer. So, klein gemörsert mit purer Manneskraft. Salz kommt dazu. Ups. Das Paprika kommt mit rein. Wenn es will. Jawohl, es hat gewollt. Der Zucker. Na, zack. Pfeffer. Kreuzkümmel. Soweit, so gut. Das verrühren wir. Das riecht jetzt schon super nach Kreuzkümmel und Paprika. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich in der Infobox. Ja, die brauche ich euch jetzt ja hier nicht zu sagen. Ihr könnt ja lesen. Und da könnt ihr dann alles rausziehen an Infos in der Infobox. So, das ist Nummer 1. Die Gewürzmischung. So einfach geht das manchmal. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Dutch Ofen und Bacon. Hier kleiden wir jetzt den Dutch Ofen schön mit dem Bacon aus. Und da dürfen wir jetzt auch nicht sparsam sein. Ja, in dem Rezept hatte ich irgendwie gelesen, 300 Gramm Bacon. Da dachte ich mir, auch haben die aber einen kleinen Dutch Ofen. Na, haut rein. Haut rein. Bacon ist immer gut. Ja. So. Der Dutch Ofen ist mit dem Bacon ausgelegt. Jetzt kommen wir zum Hack. Hier haben wir 1,5 Kilo schönstes Rinderhack. Heute Morgen noch frisch gekauft. Meiner Lieblingsmetzgerei, der Metzgerei Rotzoll. Schöne Grüße an den Uli und sein Team an dieser Stelle oder von dieser Stelle. Und jetzt nehmen wir die Gewürzmischung.
und kneten erstmal ordentlich durch. So, das sieht doch gut aus. Macht vor allen Dingen Spaß. Ja. Da darf man auch ruhig sich mal so ein bisschen verausgaben. Also. Und wem das noch nicht reicht, den kann man jetzt auch schon mal den Knoblauch hinzugeben. Ich will ja keinen Knoblauch hier verkommen lassen. So, komm her. Das ist auch so ein geiles Zeug, so Knoblauch. So. Und dann wird wieder mal weiter geknetet. Der Topf ist ausgekleidet. Jetzt kommt noch ein kleiner Schuss Barbecue-Soße rein. Die verstreiche ich nur so leicht mit einem Löffelchen über das Rinderhack. So. Ich habe allerdings jetzt auch gemerkt, ich hätte vielleicht 2 Kilo Hack nehmen können. Ja. Das ist immer so schwierig, man weiß echt nicht, wie viel passt denn hier in diesen Dutch rein. So, der kleine wird nochmal zur Seite gestellt. Ich nehme wieder diese Schüssel und jetzt kommt der Käse. Zack, das ist Cheddar und Mozzarella. Ihr könnt auch diesen runden Mozzarella nehmen, ist auch in Ordnung. Dann nehmt ihr die Paprikas und Jalapenos, Peperonen, was ihr möchtet, ja, mit da rein. Dann wird erstmal wieder verrührt. Ihr merkt schon, das ist heute eine sehr rührende Angelegenheit. Na, so. Zack. Das reicht. Wo ist der Topf? Da ist er wieder. Jetzt kommt das ganze Zeug da rein. Und wenn das jetzt nicht schon geil aussieht, dann weiß ich ja selber nicht. Also wer da nicht weich wird. So. Wir packen das ein, ruhig so ein bisschen auf Spannung ziehen, ist gar nicht so verkehrt. Na, kommst du mit? So. Da ich noch ein paar Scheiben Bacon habe, packe ich die natürlich noch oben drauf. Und dann kommt das Ganze gleich auf den Grill. Der ist schon vorgeheizt. Auf 180 Grad solltet ihr den einregeln. Und da kommt das Töpfchen gleich drauf. Mit Deckel natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Der Topf steht auf dem Grill. Linker und rechter Brenner, die beiden Außenbrenner sind an. Der Rest ist aus. Temperatur 180 Grad, geschlossener Deckel. Kochzeit ungefähr 1,5 Stunden. Nach einer Stunde gucke ich mal rein und werde noch ein bisschen glazen. Ja, das zeige ich euch dann aber, wenn es soweit ist. Bis dahin würde ich mal sagen, trinken wir uns ein Bierchen. Tada! Die Stunde ist rum und wir lüften den Deckel. Oh, oh. Mama, sieht das geil aus, oder? So, jetzt glazen wir noch eine Runde. Ich habe noch ein bisschen was von meiner Barbecue-Soße.
Rucksack. Kommt schön da drauf. Bums. Und dann wollen wir es mal schön einpinseln. Das sieht doch schon nach was aus, oder? Ich glaube, das kann was. Ich bin mir da ziemlich sicher. So. Jetzt machen wir nochmal den Deckel hier wieder zu, den großen. Noch eine halbe Stunde. Und dann gibt's Essen. Wir freuen uns schon drauf. Es ist soweit. Es darf probiert werden. Oh, ich kann euch sagen, das duftet hier schon, ja, vom Feinsten. Und es sieht vor allem vom Feinsten aus. Oh, so. Jo, Leute. Jetzt scheiße, wenn es runterfallen würde. Guckt es euch an. Da schreit es förmlich nach. Ich will gegessen werden. Messer, vorsichtig wegen dem Dutchie. Leute. Also das ist ja nichts für Anfänger. Das ist auch nichts für den schwachen Magen. Ich glaube, danach brauche ich erstmal eine Linie. Oder so ein Uso oder sowas. Oh, jetzt komm da raus, du Lümmel. Boah, Leute. Alter Schwede. Boah. Also wenn der Papa schon so ehrfürchtig, oder ehrwürdig heißt das, glaube ich, ne? Boah. Oder? Ihr könnt das gar nicht so sehen, ne? Ein bisschen Käse möchte ich aber auch noch dabei haben. Ein bisschen Käse. Ne? Was sind die magischen Worte? Lass es uns mit Käse überbacken. Boah, meine Güte. Super. Also, der Geruch toppt jetzt schon alles. Ich zeige es euch einmal. Ja, also im Grunde ist es Käse pur mit ein bisschen Fleisch. Super. Ich probiere das mal. Wa? So, erstmal hier so ein bisschen den Käse. Hatte ich das letzte Mal Träne vor Verzückung. Leute, macht es einfach nach. Was soll ich sagen? Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn auf dem Teller. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Hack sein können. Gebe ich zu. Es hätte auch ein kleinerer Dutch sein können. Macht dann aber keinen Sinn. So, Familie hat Hunger. Ich habe auch Hunger. Erstmal vielen Dank, dass du das Video dir bis zum Schluss angeschaut hast. Davon von mir erstmal beide Daumen hoch. Ich wünsche dir noch eine schöne, besinnliche Adventszeit. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis Heiligabend. Genieße es, genieße die Ruhe. Kocht was Tolles, grillt was Schönes. Ja? Wir sehen uns auf jeden Fall nach Heiligabend und nach den Feiertagen wieder. Dann ohne diese Mütze. Wenn es dir gefallen hat, das Video, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du noch nicht Abonnent dieses Kanals bist,
irgendwo kannst du gleich abonnieren. Ja, Infos gibt es auch noch von anderen Videos auf meinem Kanal hier. Ansonsten kann ich nur noch sagen, danke. Schaut vielleicht auch noch mal bei Insta rein. Da gibt es mich auch noch. Bei Facebook gibt es auch den Papa liebt Fleisch. Sagt es einfach allen weiter, was das hier für ein leckerer Kanal ist. Ich kann immer noch so ein paar Abos gebrauchen. Freue mich immer drüber. Lecker, ich muss einfach essen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Papa liebt Fleisch.